Tauros wäre halt super cool. Wollen wir nochmal eine Safari-Zonen-Tour machen? Gucken, ob wir noch ein paar coole Pokémon finden. Ja, wir haben nicht mal ein Flug-Pokémon dabei. Ach Mann. Nicht mal das, Alter, nicht mal das. Na. Vielleicht finden wir zufällig einen Tauros oder irgend sowas Cooles, ich weiß ja auch nicht. Irgendwas Cooles einfach. Sehr, 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 sehr schade jetzt schon wieder. Und das wieder zu Beginn der Aufnahmen, das ist... Das schreckt mich immer ein bisschen ab, Pokémon aufzunehmen, muss ich sagen, aktuell. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Ja, ja. Nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, alter Falter. Es ist ja richtig belastend. Ja, ja. Ja. Dankeschön. Ja, tschüssi, ciao. Gute alte Safari-Zone. Hier haben wir ja schon Pokémon gefangen. In diesem Gebiet hier auch. Brauchen wir also gar nicht irgendwie doof zu gucken, was hier so stehendes gibt. Flucht. So, dann gehen wir direkt mal... Warte mal, hier ist es nicht gewesen. Wo war es denn? Hier oben liegt ein Item, okay. Top Trank. So, hier hoch. Ab. Na, das wollte ich nicht. Oh wei. Haben wir erstens schon und in dieser Zone, wie gesagt, sowieso noch nix. Oder nix mehr. Und wieder ein Owei. Flücht. Flüchte, flüchte. Okay. So, nächste Zone. Hier haben wir aber auch schon eins. Ich möchte aber direkt hier runter. Und hier haben wir noch keins. Hier dürfen wir also noch ein bisschen. Ein Nidorino. Das müssen wir fangen, ne? Ja, wir müssen es fangen. Bringt ja nichts. Wenn es flieht, dürfen wir natürlich wieder Neues suchen. Das sind ja die speziellen Safari-Zone-Regeln. Aber wenn wir es treffen, müssen wir versuchen, es zu fangen. Es beobachtet alles aufmerksam. Einfach Bälle werfen. Bälle, Bälle, Bälle. Überall Bälle hin. Nützt nur wenig. Sollten wir mal mit einem Stein an den Kopf werfen? Hier so ein Stein an den Kopf. Hier, frisst das. Es ist wütend. Und wir werfen einen Ball. Also wenn es wütend ist, ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit höher, dass es flieht, ja. Aber da die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man es fängt. So war das doch, ne? Und wenn man einen Köder wirft, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es bleibt und nicht flieht. Aber Blutzug haben wir schon. Aber dafür lässt es sich auch schwerer fangen, soweit ich weiß. Ich glaube, das hier ist aber auch die Zone, wo es Pinsir und sowas gibt. Deswegen suche ich hier gerade ein bisschen. Chanera und sowas gibt es ja hier auch alles, ne? Und Tauros eigentlich auch. Ja, das brauchen wir nicht. Geh weg! Geh weg, oh wei! Oh wei, oh wei, oh wei! Nidorina haben wir bereits. Da brauchen wir nichts zu versuchen. Direkt nächstes wildes Pokémon. Blutzug, Blutzug, Blutzug. Flucht. Okay, und weiter gucken. Rehorn haben wir bereits auch schon. Es entwickelt sich auch sehr spät, ne? Erst in den 40ern, glaube ich. 40er Levelbereich. Wenn wir jetzt hier in nächster Zeit nichts Tolles finden, dann ziehen wir einfach in die nächste Zone. Falls es überhaupt noch Zonen gibt, wo wir noch fangen dürfen, außer die hier, weiß ich gar nicht. Parasek. Na, ist ja ganz große Klasse. Werfen wir einen Ball.
selten schöneres Pokémon gesehen als Parasect. Es beobachtet alles aufmerksam. Ich hätte nicht mal einen Namen dafür, glaube ich. Ach man, flieht doch nicht alle. Nun flüchtet doch nicht alle. Hohwei, natürlich. Wir beschleunigen das mal. Oh nein, oh. Jetzt ist geflohen, Gott sei Dank. Okay, Flucht. Weiter gucken. Wieder ein Owei. Nö, Flucht. Möchte ich nicht. Beschleunigen das einfach, das ist sehr eklig hier. Ob wir jemals was finden, was wirklich gut für uns wäre, weiß ich nicht. Huch, das wollte ich natürlich nicht. Wieder ein Nidoran. Ach Mensch, komm schon. Ja, komm. So, und ein bisschen noch. Eins noch. Nee. Nein, oh nein. Wie ich mich immer verklicke. Ja, das ist natürlich ärgerlich, dass es hier nichts gebracht hat jetzt. Können wir noch hier hinten irgendwo hin? Nee, hier gibt es nur ein Item. Flinkklaue. Okay, das ist ganz cool. Wie viele Schritte haben wir noch so? 158 nur noch. Nicht so viel. Und hier haben wir schon ein Pokémon gefangen. So. Hier unten aber noch nicht. Ins, oder? Hier hat man natürlich noch keins. Nur noch 83 Schritte. Aber hier ist auch kein hohes Gras, wie ich das sehe. Oder waren wir hier schon mal? Was ist hier drüben? Ich glaube hier. Hier haben wir auch noch keins. Ich beschleunige wieder mal ein bisschen. Ja, das können wir versuchen wieder. Bringt uns halt nicht wirklich viel, ne? Wir können uns natürlich noch einen Nidoking mit ins Team holen. Aber bringt tut uns das natürlich nicht wirklich viel. Wir werfen gleich mal Stein vom Kopf. Das ist wütend. Wir werfen einen Ball. Ich bin gespannt. Es ist krass schwer. Ja, heul nicht. Sei doch so wütend, wie du willst, Junge. 3. Ah, perfekt. Aber einen Namen habe ich trotzdem nicht für dich. Wobei, doch. Ich habe hier noch eins für ein Gift-Pokémon. Ein aggressives Pokémon, das sehr flink angreift. Das Horn auf seinem Kopf sondert starkes Gift ab. Ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Und zwar... Ja, so. Und hier und da. Das hier und hier noch. Poisuni. Gut. Haben wir hier jetzt auch ein Pokémon gefangt. Huch. Hier könnten wir noch surfen. Ja, jetzt die Zeit um. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Muss ich ja zugeben. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Einfach nur super ärgerlich. Keine Ahnung, Mann. Wir hatten mal so viel, so schönen Pokémon-Überschuss und inzwischen... Nein. Ja. Bewegen. Ja, einmal du weg. Und du weg. Wir könnten natürlich Mankey auch trainieren. Oder Mauzi. Oder Blutzug auch. Oder Zubat. Oder Raupi. Wir könnten, wie gesagt, auch hier entwickeln. Zu Flamara oder Blitzer oder irgendwas anderes. Aber so wirklich, weiß ich nicht. Nocturne war ganz cool. Das war mal eine Abwechslung. Hatte ich auch noch nie im Team. So richtig. So fest, meine ich. Na, keine Ahnung. Dann gehen wir halt mit 4 Pokémon in den Kampf gegen Team Rocket. Mann, diese scheiß Explosion, ne? Wenn es nicht so demotivierend wäre, auch immer. Immer wieder die Pokémon zu verlieren und ach. Sehr, sehr ärgerlich.
So, jetzt kämpfen wir noch gegen hier oben den Dude. Bau, 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 bau. Endstation, bis hierher und nicht weiter. Radikal. Oh, ich wollte ja noch die Flinkklaue geben. Und wieder mal ein Volltreffer, natürlich. Immer drauf. Ist natürlich schön, dass es so wenig abzieht. Da freue ich mir. Rutenschlag bringt er ja jetzt auch nichts mehr, mein Junge. Tot. Arrrr, Bock. Da gehen wir natürlich drauf mit Naso. Und mit Schaufler natürlich. Erstmal den Angriff senken, ganz klar, ganz logisch. Kampf, Schaufler weg. Schaufler weg mit dir! Das wird nicht One-Hit reichen, vermute ich. Oh, meine Ärmel hochziehen, oh ja. Schaufler. Reicht natürlich nicht. Giftstachel, gut, das wird nicht viel bringen. Ein KP hat abgezogen, nicht schlecht. Ach, wir wollten uns auch noch mit Tränken eindecken. Ich bin so ein vergesslicher Bastard, Alter. Ach. Dieses Alter, Junge, das macht mich fertig. Aber ist down. Smogon. Ja, Also, ich weiß nicht. Vielleicht kommt wieder finale Explosion oder irgend so ein Scheiß. Smog. Es ist einfach immer wieder diese... Man spürt die Angst förmlich. Die Angst, dass man wieder einfach in die Luft gejagt wird. Das zieht 10 KP ab, Alter. Das kann man ja auf Dauer gar nicht durchziehen hier. Nicht, wenn man so wenig Schaden macht noch. Schlammbad, ouch. Okay, es bringt nicht so viel. Ich hätte gedacht, es bringt mehr. So, dann müsstest du down sein, jawohl. Sehr, sehr schön. Und Golbat als nächstes. Ja, gut. Dagegen können wir natürlich gerne auch mit Turtok vorgehen. Da habe ich kein Problem mit. Your first Einsatz, Frau Turtok. Herr Turtok. Surfer. Macht auf jeden Fall gut Schaden. Kann man erstmal nicht meckern. Gut. Den haben wir besiegt. E-Skat regt. Und jetzt müssen wir wieder nach draußen latschen. Also ich glaube, wir kommen gar nicht mehr dazu, das hier zu machen. Ja. Wurde geheilt. Alles gut. So, jetzt müssten wir ja... Ne, jetzt sind wir ganz woanders als eben gerade, oder? Hä, wir sind jetzt ganz woanders. Hä? What the fuck? Wo sind wir denn hier? Jetzt sind wir am Empfang. Alter, wie weit oben wir gerade waren. Krass. Ich habe gedacht, wir waren nur eine Etage weit oben. Also höher als vorher. Okay. Kann man machen, auf jeden Fall. So, dann mal hier nochmal ganz kurz heile machen. Es wird nicht leicht, vermute ich. Und unser Rivale kommt ja auch noch in diesem behinderten Hauptquartier. Ach, Mann, Alter. Wir haben im Prinzip nichts gegen ihn in der Hand so richtig, ne? Oh, Scheiße. Es wird nicht leicht. Das ganze Hauptquartier wird nicht gerade leicht. Wo ist denn der Markt hier? Hier. Es wird im Gegenteil sogar super schwer, glaube ich. So ein paar Hypertränke kaufen. Ja. Hyperheiler. Gerne auch noch welche. Vielleicht mal so 11.
Okay. Ja, sollten wir uns vielleicht noch mehr Übertränke kaufen? Ach, keine Ahnung. Machen wir einfach mal so. Gut. Dann können wir ja jetzt wieder easy ins Hauptquartier gehen und weitermachen. Ist ja super. Wir gehen ja jetzt nicht zum 8. Mal oder so rein. Aber ich glaube, wir machen Fortschritte so langsam. Vorbereitung war noch nie meine Stärke. So, dann nehmen wir jetzt einfach wieder den Weg von vorhin. Hä? Ach so, da oben ist auch ein Teleporter. Krass. Na, wir gehen erstmal in den hier. Weil wir hier schon waren und Erfahrung damit haben. So, jetzt könnten wir den hier nehmen. Wo kommen wir jetzt hin? Irgendeinen komischen Gang. Ah, jetzt kommen wir in den. Okay. Hat er da nicht so viel gebracht. Dann nehmen wir den hier oben.